Servus. Grüß dich. Hast du Obst für mich? Wen hätte ich da? Passt. Wo ist denn der Chef? Marren. Na, der Chef. Im Stall. Aha. Grüß dich. Ein Einschreiben hätte ich für dich. Gib's der Marin. Na, für die. Da unterschreiben. Ach, Mann. Da. Er wusste nicht wissen, was drinsteht. Geh, schleich dich. So, jetzt hält man hier noch ein schönes Futter. Servus, Sepp. Servus. Hast du was für mich? Heute nicht. Für den Vater war ein Einschreiben da. Ist noch was? Ich warte auf die Therese. Fürs Obst. Genau. Magst du Himbeer auch? Freilich. Da. Ja. Johann, hier ist die Marin. Ich warte immer noch auf die Unterlagen. Was ist denn los? Ruf endlich zurück, wenn du das abhörst. Vierte. Teres, ich muss nachher ins Dorf und da brauchst du irgendwas. Na, da schau her, wir haben doch alles im Garten. Frau Brugger? Nein. Marin Bertram? Wohnen Sie hier? Nein. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Schulz, Gerichtsvollzieher. Und das ist mein Kollege Herr Brettschneider. Grüß Gott. Grüß Gott. Und wo ist der Herr Brugger? Generell abwesend. Wir haben hier den richterlichen Beschluss zur Durchführung einer Hausdurchsuchung des Schuldners. Und Sie glauben, das Bild von Herrn Brugger ist was wert? Der Rahmen schon. Was passiert eigentlich mit Schuldscheinen bei einer Pfändung? Hat er welche? Haben Sie keine gefunden? Ja, wissen Sie genaueres? Ich? Nein. Wir? Nein. Ihr habt sie nicht gekauft? Hat der Brugger euch die Schuldscheine gar nicht angeboten? Doch, aber wir hatten kein Interesse. Die Bank hat kein Interesse am Bertramhof? Ihr habt euch doch schwarz geärgert damals, dass mein Vater lieber Geld von Brugger genommen hat als von euch. Aber der Brugger wollte allen Ernstes Bargeld für die Schuldscheine. Stellt ihr das einmal vor? Tja, echtes Geld ist zwischen den imaginären Milliarden gar nicht so leicht aufzutreiben in einer Bank, oder? Du hast leicht lachen, Marin, weißt? Du hast dir deine Karriere als Bankerin rechtzeitig an Nagel gehängt. Mein Hirn aber nicht, Karl-Heinz. Und ich sag mir, dass da was nicht stimmt, wenn sich die Bank die Schuldscheine vom Bertramhof entgehen lässt. Marin, ich wollte sie natürlich kaufen, schon um den Hof von deinem Vater zu schützen. Weißt du, oder? Aber ich hätte die Summe mit den Schulden verrechnen müssen, die der Brugger bei uns hat. Weisung von oben. Bist du nicht der Filialleiter? Noch, ja. Wann hast du den Johann das letzte Mal gesehen? Ach, das ist ja ewig her. Wir haben nur hin und wieder telefoniert. Wahrscheinlich ist er längst über alle Berge. So wie ich den kenne, hat er die Schuldscheine von deinem Vater bestimmt irgendwo verhökert. Ich darf gar nicht dran denken. Wenn es dumm läuft, sind wir den Hof ganz schnell los. Ja, was wird jetzt aus deinem Seniorenwohnprojekt? Frag mich was Leichteres. Ich muss rausfinden, wer die Schuldscheine hat. Bitte, Karl-Heinz. Servus, Marie. Jetzt schaut's nicht so. Ich wollte euch bloß informieren. Vielleicht meldet sich der Johann auch. Und dann war die ganze Aufregung umsonst. Papa, das Einschreiben von heute. Am Johann war's nicht. Sondern? Er möchte nachschauen. Hast du es gar nicht gelesen? Na. Hast du irgendwas mit dem Johann gemauschelt, was ich nicht weiß? Nix, hab ich. Der Johann ist ein Lump. Das hab ich dir schon immer gesagt. Hoffentlich hast du Unrecht. Bitte schön, hol endlich den Brief. Jetzt wird's essen. In 10 Minuten steht da auch nichts anderes drin. Dann sag mir, wo er ist, dann hol ich ihn. Meine Arbeitshosen ist er. Die hängt im Stall. Na, die ist in der Wäsche.
Seit wann lauft es denn schon? Ja, gerade vom Essen habe ich es angemacht. Wir müssen die Taschen nicht vorher ausklären. Jetzt bin ich wieder schuld. Dein Waschzwang, genauer gesagt. Die Hosen hätte ich noch eine ganze Woche lang tragen können. Da ist er, da ist er. Oh, nicht aufmachen. Ich hole einen Föhn. Geh weiter, geh mal. Maren, ich bin's. Christian. Dafür bin ich zu alt, ich weiß. Die Haustür ist übrigens offen. Darf ich reinkommen? Schick dich dein Bruder. Ja, aber der Johann ist völlig unschuldig. Und warum kommt er da nicht selber? Er hat Angst vor deinem Vater. Und du anscheinend auch. Ich glaube, ihr spinnt's ein bisschen, ihr zwei. Wir haben Probleme, Maren. Ehrlich. Seit 3 Wochen versuche ich, den Johann zu erreichen. Ich muss den Antrag für das Wohnprojekt einreichen. Und was ich nicht habe, sind die Baupläne, die er mir versprochen hat. Die sind in den besten Händen. Er hat einen Investoren gefunden. Was sagst du jetzt? Für unser Wohnprojekt. Für dein Wohnprojekt. Es ist ja deins. Deine Idee, deine Träume, dein Idealismus. Er hat halt einfach die Schuldscheine verkauft. Was aus unserem Hof wird, ist ihm doch wurscht. Von wegen Investorin. So kannst du das nicht sehen. Er hat den Hof vor der Bank gerettet. Ist das nix? Die Käuferin ist super. Und die interessiert sich für das Wohnprojekt auf dem Hof? Bestimmt. Sie weiß also gar nichts davon. Und ich hab gedacht, der Johann wäre auf meiner Seite. Ja, ist er doch. Sonst hätte er die Schuldscheine an irgendeinen Hai verkaufen können. Und wo ist er jetzt, sein feiner Bruder? Er braucht ein bisschen Abstand vom Tagesgeschäft. Im sicheren Ausland. Vorerst ja. Und was ist das für eine Käuferin? Eine ganz patente Unternehmerin. Sie wird dir gefallen. Ist sie aus der Gegend? Wie heißt denn? Müller. Müller. Jetzt vielleicht ein bisschen genauer. Ich habe jetzt ihre Karte nicht da, aber sie meldet sich bei euch. Marin! Was ist denn jetzt? Ich komm schon. Ein Anruf hätte übrigens auch gereicht. Ich wollte dich halt wiedersehen. Und jetzt, wo der Johann weg ist, da habe ich mir gedacht, ja, du bist allein, ich bin allein. Denk nicht so viel, Christian. Servus. Der Johann lässt dich schön grüßen. Übrigens. Ersticken soll er an seinem Geld. Das kannst du ihm ausrichten, dem Feigling. Vierte. Ich glaube, jetzt kann man es riskieren. Da, mach auf. Ich bin zu einer Testamentseröffnung eingeladen. Wer war denn die Erna Auer? Habe ich die gekannt? Die Erna? Das war meine Schulfreundin. Aber wie die jetzt auf mich gekommen ist, wir haben uns ja völlig aus den Augen verloren. Wie ich dich kenne, bist bestimmt auf kein Klassentreffen gegangen. Ich hab die Erna zum letzten Mal gesehen. Bei ihrer Hochzeit. Und dein Bräutigam vermisst dich nicht. Schau aus. Papa, wir sind da. Ja, ja. Sag mal, die Erna Auer, war die verwandt mit dem Wurstauer? Eingeheiratet mit dem Wurstkönig. Keine schlechte Partie. Ich hol dich dann gleich wieder ab. Papa, viel Glück. Ja, ja, passt schon. Ist gut. Gut.
Grüß Gott. Dass die immer extra was braten muss. Und das auch noch in Weiß. Die Personalien sind ja bereits alle festgestellt. Also fangen wir an. Am 7.7. dieses Jahres ist mit letztem Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen gestorben Erna Auer, geborene Staudinger. Verwitwet, geboren am 23.11.1932 in Ampfing. Als gesetzliche Erben fallen die Angehörigen und ein weiterer Vermächtnisnehmer in Betracht. Zu diesem Zweck wird die heutige Verfügung der Erblasserin verlesen. Lieber Maximilian, ich bin nicht gut im Briefe schreiben, also sei mir nicht böse, ich mach's kurz. Ich habe es die ganzen Jahre niemandem gesagt, meinem Mann zuliebe. Er hätte es ja nicht verkraftet. Aber jetzt geht's zu End und du sollst wissen, du bist der leibliche Vater von meiner Tochter Maxi. Lern sie kennen. Sie ist es wert. In stiller Liebe, deine Erna. Was haben Sie gesagt? Ja, ich hab gar nichts gesagt. Ich hab nur vorgelesen. Ob dieser Brief der Erblasserin an Sie der Wahrheit entspricht, das müssen Sie selbst entscheiden. Oder prüfen lassen. Kommen wir nun zu den Erbteilen der Angehörigen. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ich bin gleich wieder da. Die Mama hat's mir am Sterbebett verraten. Seitdem weiß ich's. Für mich war es auch erst der Schock. Aber eigentlich habe ich es immer gespürt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Ich habe nichts davon gewusst. Die Mama wollte deine Familie nicht zerstören. Aber vergessen hat sie dich nie. Ich glaube, dass sie dir immer gut war. Sonst hätte sie mich doch nicht Maxi genannt. Den hat sie aus ihrem Brautkleid machen lassen. Sie hat ihn oft angehabt. Ich muss wieder rein. Warst du mindestens seit 30 Jahren in keiner Kirche mehr? Geht dir gar nicht so. Hallo Sie, Sie haben was vergessen. Der ist bei der Maria Magdalena gelegen. Das gehört mir nicht. Und? Wie war's? Ich hab nichts gehabt. Warum warst du denn dann geladen? Die Anna hat einen Brief hinterlassen. Und was steht da drin? Von früher halt. Nicht besonders interessant. Bist du sehr enttäuscht? Enttäuscht? Na, überrascht hätte ich sagen.
Jetzt wird gefeiert. Jetzt gehen wir erst mal ins Haus, Papa. Soll ich dann das Sonntagsgeschirr wieder wegtun, wenn er gar nicht geerbt hat? Was hast denn du da schon wieder zum Spekulieren, ha? Ich nehme eben Anteil. Gibt keinen Anteil. Für dich schon gleich gar nicht. Dreh mir doch nicht jedes Wort im Mund rum. Papa, setz dich hin. Schau, die Teres hat uns einen Tafelspitz gemacht. Und der Brief? Vielleicht ist das sowas wie eine Schatzkarte und du hast doch was geerbt. Ach, kümmere dich um deinen Tafelspitz und sei stark. Freust dich schon auf unseren Familienzuwachs? Was weißt denn du darüber? Seit wann? Ich hab dir doch gesagt, dass der Michael kommt aus Amerika. Morgen. So, ja. Der Michael, der Bazi. Eva, wie schaut's denn aus? Ja, das müsste reichen. Wie ist denn das passiert? Ja, die Flucht hat's ergriffen, wieder mal. Genau wie der Johann. Darüber kann ich gar nicht lachen. Verscherbelt einfach unseren Hof. Jetzt wart doch mal ab. Vielleicht ist die Käuferin ja in Ordnung. Du, schau mal. Das könnte es doch sein. Wahrscheinlich. Frau Müller? Irene Kurz. Ich möchte ein Tier abgeben. Ach so. Das ist doch hier der Gnadenhof Bertram. Ja, Marin Bertram. Hallo. Marin! Entschuldigen Sie bitte. Jetzt klingelt jetzt schon zum dritten Mal. Komm ja schon. Danke. Bertram? Hi, Ma. Ich bin schon in München. Die haben mich auf eine frühere Maschine gebucht. Warum sagst du nicht Bescheid? Ich brauche mindestens eine Stunde bis zum Flughafen. Ja, ich bin schon in der Uni in München. Warum denn das? Ich habe mich so auf dich gefreut. Und nicht nur ich, alle anderen auch. Ich habe gehofft, ich könnte dich zu einem Stadtausflug überreden. Kommst du her? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Super. Ich freue mich. Wie lange ist denn der schon in dem Zustand? Eine Woche ungefähr. Der Hund ist der Liebling meiner Tochter. Wir haben alles versucht, aber er wird nimmer. Waren Sie schon beim Tierarzt mit dem? Ja, sicher. Der wollte ihn gleich einschläfern. Aber dann habe ich gehört, dass Sie hier auf dem Hof schon wahre Wunder vollbracht haben. Den guten Ruf haben wir der Frau Klausner zu verdanken, unserer Tierärztin. Jetzt übertreibt's aber. Absolut nicht. Hat der Kollege Ihnen eine Diagnose genannt? Er hat nichts Richtiges gefunden. Allgemeine Entkräftung, sagt er. Jetzt lassen Sie den Hund erst einmal da. Die Frau Dr. Klausner untersucht ihn. Es wäre wichtig für meine Simone. Sie hängt so an dem Viech. Olli heißt er. Ja, schwer ist er trotzdem, der Olli. Jetzt schauen wir mal. Teres, Telefon! Bertram? Müller hier. Könnte ich bitte Herrn Bertram sprechen? Ach, Frau Müller, schön, dass Sie sich melden. Ich bin die Tochter von Herrn Bertram. Dann wissen Sie schon, worum es geht. Ich denke schon und ich hoffe, dass wir an einem Strang ziehen. Ach, ich will mich natürlich integrieren. Also, ich bin jedenfalls froh, dass Sie so offen und unvoreingenommen auf mich reagieren. Das ist sicher auch nicht leicht für Sie. Ja, das Ganze kam ein bisschen unerwartet, aber ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen. Kommen Sie doch einfach raus zu uns. Sie wollen doch bestimmt den Hof anschauen. Ja, gern. Sehr, sehr gern. Also, ich freue mich wirklich, dass Sie mich gleich so aufnehmen in die Familie. Naja, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir uns vertragen. Wann haben Sie Zeit? Heute? Oh, heute ist schlecht. Wie wär's mit morgen? Ich freue mich. Ich freue mich ja so. Ich freue mich auch. Ich freue mich so. Super schaust du aus. Die Alpenluft tut dir gut.
Du bevorzugst anscheinend Büromiet. Man bist nicht gekommen, so war's doch ausgemacht. Viel Arbeit. Mein Held. Ich glaube, du hast eher Schiss vor deinem Großvater. Ja, das auch. Der freut sich auch. Glaub's mir. Ich habe mich damals so kindisch benommen, das ist mir heute noch peinlich. Dein Großvater hat sich ein halbes Leben lang kindisch benommen und dem ist gar nichts peinlich. Was macht denn deine Audrey? Du wolltest doch mitkommen. Wir hatten ein Projekt in Neuseeland. Ihr mit euren Projekten, da kommt's nie zum gemeinsamen Leben. Wenn ich meinen Doktor hab, wird alles anders. Aber komm, ich muss dir was zeigen. Und? Seit wann interessierst du dich denn für so einen Kitsch? Das ist von Josef Weinstadt. Hat er nicht nur Farbflächen gemalt? Eben, deshalb ist es ja so interessant. Und das Schäferstündchen-Motiv in einem Triptychon darzustellen, das ist schon ziemlich dreist. Findest du? Die dreiteiligen Bilder sind normalerweise der sakralen Kunst vorbehalten. Das Einzige, was an diesem Bild oft noch dreister als sakral ist, ist die Darstellung der Frau. Mit diesen irrsinnig langen Haaren. Oder in der Gotik oft Maria Magdalena attributiert. Und das siehst du alles in dem Kitschbild? Und wo ist der dritte Teil? Verschollen. Niemand kennt es. Aber die deutschen Kollegen haben mir den Privatnachlass von Weinstadt zur Verfügung gestellt. Ich werde das Bild finden. Tja, dann hast du bestimmt keine Zeit, mit mir heute Abend was Gescheites essen zu gehen. Sushi. Sushi. Ein Schweinsbraten kriegst. Okay. Dennis! Dennis! Was ist denn? Du musst Wäsche weghängen. Gleich duschen. Ich kann nicht. Das wirst du noch selber zusammenbringen, das bisschen Wäsche. Herrschaftszeit. Alles muss man selber machen. Alles. Das war echt gruselig. Jetzt sieht es sich sehr gut her. Erna! Erna, komm raus! Der Bräutigam findet uns doch nie bei unserem Hof. Ich will ja gar nicht gefunden werden. Ja, wir müssen. Maximilian! Maximilian, wo bist denn? Maximilian! Herrschaftszeit, wo steckst denn? Maximilian! Da schaut einer wirklich dumm aus, der Mensch. Hast du was gesagt? Aus dir wäre bestimmt auch ein guter Maler geworden. Eher ein Detektiv. Aber so ungefähr könnte es schon ausgesehen haben. Das Hundemotiv trifft man häufig bei dieser Gemäldegattung an. Das kenne ich doch. Echt? Obwohl, na, schaut einfach komisch aus, oder? Hund mit Damenbein, also. Ja, vielleicht hast du es schon mal irgendwo gesehen. Der Weinstadt hat doch damals bei euch in der Nähe vom Hof gewohnt. Ja, kann schon sein. Der ist öfter vorbeigekommen. Ein greislicher Kerl war das. Ich kenne das doch. Ich weiß nur nicht, woher. So, jetzt machen wir Schweinsbraten, bitte schön. Dankeschön. Lass es schmecken. Ach, denk nach. Jetzt wird Gestentäter Opa sagen. Guten. Hier ist es wie auf dem Land. Oh, das lass kein Münchner hören, du. Ich meine das positiv. In New York klingelt einem ständig was in den Ohren. In München lebt es sich wirklich angenehmer. Kannst du nicht vorstellen, hier zu leben? Nein, Mom. Ich bin und bleib New Yorker. Und Audrey könnte sich das, glaube ich, auf Dauer auch nicht vorstellen. Aber als Geoökologin kann sie doch überall leben und arbeiten. Ja, eben. Warum dann nicht in New York?
weil du so weit weg bist von mir. Nein, komm zurück. Vermisst du es denn gar nicht? Ich vermisse dich. Aber New York, das habe ich gehabt. Da gehöre ich nicht mehr hin. Ich bin hier daheim. Das weiß ich jetzt endlich. Komm. Schön. Michael nicht mitmacht. Der hat einen Haufen Arbeit. Er kommt, sobald er kann. So. Das wird es schon mal geben. Also, dass der daran gedacht hat. Was ist denn das? Ein Knoblauch-Kaugummi. Voll Teufel. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es das in Amerika gibt. Aber dass er Praktikant ist, das habe ich ihm geglaubt, die Depp. Ich soll dir einen schönen Gruß sagen. Der hat mich ganz schön gefoppt. Aber du reißt dir ein bisschen zusammen, wenn der Michael kommt. Versprichst du mir das? Ich fress ihn schon nicht, dein Burm. Zur Zeit, dass er mal ein bisschen rauskommt aus seinem Studierkammer. Sag einmal, erinnerst du dich an so ein komisches Hundebild mit Frauenschenkel? Ich meine, wir haben so eins mal gehabt. Der Michael interessiert sich dafür. Nichts haben wir gehabt, Schmarrn. Komm, geh mal, warte doch. Hallo. Frau Müller? Hallo. Wunderschön ist es hier. Bitte. Hat Ihnen der Burger gar keine Fotos gezeigt? Nein, das wollte ich nicht. Der hat es gar nicht glauben können, dass ich die Schuldscheine einfach blind kaufe. Ja, ich begreife es auch nicht. Das war der letzte Wunsch von meiner Mutter. Aha. Dann wissen Sie wahrscheinlich auch nichts über das Seniorenwohnprojekt, das ich hier auf dem Hof plane. Nein, aber das klingt total interessant. Naja, momentan gibt es hier nur Tiere im Ruhestand. Mein Plan ist kurz gesagt, dass sich Menschen im Ruhestand um die Tiere kümmern können. Aha, und wo sollen die Leute wohnen? Naja. Ein bisschen umbauen müssen wir schon. Warum tut's mir uns nicht? Tja, von mir aus, ich bin die Marin. Maxi. Maxi? Mein Vater heißt Maximilian. Ja, meiner auch. Ach, sowas. Wollen Sie sich den Hof anschauen? Willst du dir den Hof anschauen? Ja, klar, gerne. Ja, komm. Da geht's weiter, Maxi. Ach so, verstehe. Nur der Mathe da hinten darf nicht raus. Der muss Diät halten. Ach, ich mag Esel. Hallo, Matto. Mein Vater auch. Das sind seine Lieblingstiere. Meine auch. Bei mir klingt das ein bisschen komisch, wenn ich sowas sag. Bei meinem Gewerbe. Warum? Was machst denn du beruflich? Ich habe die Metzgerei übernommen. Schon als mein Vater gestorben ist, also der Mann meiner Mutter vielmehr. Papa, was treibst denn du da unten? Ich? Noch gar nichts. Darf ich dir meinen Vater vorstellen? Das ist Maximilian Bertram und das ist die Frau Müller. Ihr gehört praktisch der Hof. Aber Marin, wir kennen uns doch. Aha. Ja, von der Testamentseröffnung. Ist die Tochter von der Erna. Ach, jetzt verstehe ich. Das ist aber nicht alles. Ihr wisst wirklich nicht, was es da noch gibt. Frau Müller. Es war der letzte Wunsch meiner Mutter, dass ich mich um den Hof kümmere. Eigentlich wollte sie die Schuldscheine ja selber kaufen. Aber da war sie schon zu schwach. Dann hat deine alte Schulfreundin dir indirekt doch was Gutes tun wollen. Das war Liebe. Was hast du denn eigentlich vor mit den Schuldscheinen? Das ist doch ein Batzen Geld, den du da investiert hast. Hm? Keine Ahnung. Willst du dir meine Pläne für das Wohnprojekt mal anschauen? Damit könnte man den Hof langfristig sanieren und erhalten. Warum nicht? Ich kann es dir gleich mitgeben.
Ja, ich muss jetzt los. So, so. Liebe war das also. Und was hat die Frau Müller zu deinem Wohnprojekt gesagt? Na, nix. Glaubst du, dass dein Vater was mit ihrer Mutter gehabt hat? Na, wenn. Das ist eine Ewigkeit her. Hey, aber irgendwas muss er ihr ja bedeutet haben, wenn ihr letzter Wille war, dass sein Hof gerettet wird. Ich kann einfach nicht glauben, dass mein Vater meine Mutter betrogen hat. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Er war immer so eifersüchtig und moralisch zu meiner Mutter. Hast du ihn gefragt, ob was dran ist? Nein. Er wird sowieso Nein sagen. Dann bin ich genauso gescheit wie vorher. Du, wie schaut denn die eigentlich aus, diese Maxi? Ach, wie schaut sie aus? Wie schaut sie aus? Ja, also, sieht's deinem Vater ähnlich. Ach so. Marin, das ist reine Spekulation. Ja, na, du hast recht. Wenn ich über das Verhalten von der Maxi nachdenke, dann habe ich eine Halbschwester. Meine ich ja. Ja, Gottes Willen. Ich gehe später noch mal nach dem Olli schauen. Ist recht. Ein Schnapserl dazu? Was? Na, um Gottes Willen, vielen Dank. Na. Ach, was? Sie trinken keinen Schnaps? Ja, schon nach einem fetten Essen einmal oder auf einen Schock, aber im Moment danke. Sie sitzen hier direkt an der Quelle, wenn Sie mal was brauchen. Ist recht, das werde ich mir merken. Gut? Teres, ich brauche einen Schnaps. Seit wann trinkst du einen Schnaps nach dem Joggen? Ach, Teres, ich glaube. Karl-Heinz? Marion, servus. Du, ich war zufällig in der Nähe. Da habe ich gedacht, schau ich mal vorbei, was du so machst. Sag mal, hast du inzwischen vom Brugger-Johann was gehört? Unsere Schuldscheine hat er verkauft. Sauber. Jetzt kann ich einpacken. Du? Wieso denn du? Ich habe mich doch damals für die hohe Kreditbewilligung vom Johann eingesetzt. Gegen alle Widerstände. Der Johann war doch immer ein Schlitzer, das hast du doch gewusst. Er hat mich halt auch unterstützt, wie ich für den Gemeinderat kandidiert habe. Was ihr Matsch so alles zusammenmauschelt, das geht auf keine Kuhhaut. Also, Marin, dass du mich für einen Matsch hältst, das gefällt mir eigentlich. Sag mal, Blätti? Oder was suchst du auf dem Hof? Nein, nein, ich bin rein privat da. Naja. Ja, mich interessiert halt, was aus dem Hof wird. Ja, mich interessiert auch so manches. Ja, hallo. Wer bist denn du? Bist du aus dem Dorf? Der ist süß, gell? Das ist mein Olli. Dein Olli? Dann bist du die Simone Kurz. Weiß deine Mama, dass du da bist? Sie hat gesagt, dass Olli sterben muss. Jetzt müssen wir ihn erst mal untersuchen. Schläfern Sie ihn jetzt ein? Nein, ich nehme ihm Blut ab und das untersuche ich dann. Guck mal, das schmeckt dir doch. Der ist zu schwach zum Essen. Drum kriegt er jetzt eine Aufbauspritze. Muss er wirklich sterben? Jetzt braucht er vor allem Ruhe. Also komm. Aber er kennt doch hier niemanden. Nur mich. Ich pass schon auf deinen Olli auf, okay? Wartet die Mama drüben auf dich? Ja. Bist du nicht der Mike, mein bester Praktikant?
Michael. Nenn mich ruhig Michael, du weißt ja inzwischen, wer ich wirklich bin. Mike, sorry. Das sind jetzt bestimmt 3 Jahre her, dass du hier bei uns auf dem Hof gearbeitet hast, oder? Aber meine Mutter, also Maren, hat dir doch erzählt, dass... Also mir hat sie gesagt, dass sie dir erzählt hat, dass... Ja, was hat deine Mutter erzählt? Na, dass ich ihr Sohn bin. Ja, da wird's schon recht haben. Die Frauen wissen da meistens Bescheid. Meine Mutter ist deine Tochter. Du bist mein Großvater. Ja, das weiß ich doch. Aber sie hat's gestottert. Darf ich trotzdem Mike zu dir sagen? Sicher. Warum hast du denn nichts gesagt damals? Es war doch seit Ewigkeiten Funkstelle zwischen dir und meiner Mutter. Dann dachte ich, du wirfst mich vom Hof. Das kann schon sein. Nein! Endlich wieder ein gescheiter Essen im Haus! Schön, dass du da bist, Michael! Grüß dich Gott! Michael, schön, dass du da bist. Geht schon mal rein, ich komm gleich. Komm, kannst gleich einmal die Soßen abschmecken, komm! Papa, hast du mir was zum Sagen? Warum? Die Geschichte mit der Erbschaft. Verheimlichst du mir irgendwas? Also, Marlin, jeden Cent tätst von mir kriegen. Ich hab wirklich nichts geerbt. Das meine ich nicht. Was dann? Die Maxi, die Tochter von der Erna. Ist es auch deine Tochter? Wie kommst du denn darauf? Du bist meine einzige Tochter. Und was sagt deine Freundin dazu, die Autory? Die ist in Neuseeland für ein neues Projekt. Und wann seht sie euch dann? Wann wir wollen, kein Problem. Aber ihr seid doch ewig weit weg voneinander. Webcam. Schon mal was davon gehört? Bin ja nicht blöd. Aber romantisch ist es nicht. Nee, wirklich nicht. Es hat eine Notlösung. Dann ist wenigstens gescheit. Das ist doch gut, dass der Mike sich auf seine Arbeit konzentriert. Von Romantik ist noch keiner satt worden. Im Fall der Kunstgeschichte schon. Jedenfalls ist das möglich. Was macht denn deine Recherche nach dem Bild von dem Weinstadt? Keine Spur. Frag doch mal deinen Großvater. Du hast doch den Weinstadt ganz gut gekannt. Flüchtig. Gäh. Der ist doch da ein- und ausgegangen früher. Bei meiner Frau meinst. Kannst immer noch keinen Frieden geben, du mit deiner elenden Eifersucht. Wenn's wahr ist. Nix ist wahr. Die Mama hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Du war ein Opfer von dem Schmierpinsel. Menschlich war das eine Drecksau. Und du warst immer Engel. Kannst du dich vielleicht an ein Bild von ihm erinnern? Mit so einem halben, nackten Frauenbein. Und einem Hund, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau so ein komisches Bildl hat der Weinstadt deiner Frau geschenkt damals. Da ist gegangen, da. Siehst du? Ich hab doch gewusst, dass ich das kenn. Ja, wo ist es? Ich hab keine Ahnung, wo das hin verschwunden ist, Mike. Vielleicht auf dem Dachboden. Ich hab's damals weggetan, als der Großmutter gestorben ist. Das war mir schon immer ein Dorn im Auge. Was wirklich nicht mehr. Ja, dann suche ich es. Na, die sehen wir denn. Du musst doch auf der Uni. Nee, ich bleib noch ein paar Tage. Ja, super. Wer von euch hat meinen Hackbraten so zugerichtet? Schau, Olli, Hackbraten. Komm, Olli. Krass doch. Olli, komm, frag ihn doch. Der schmeckt doch gut. Komm, friss doch, Olli. Olli. Der demoliert noch mal ganze Hüten mit dem Krampf. Hilf doch dem Michael lieber beim Suchen. Ich lese Zeitung. Ich glaub dir nicht recht, dass du nicht weißt, wo das Bild geblieben ist. Da kann ich dir auch nicht helfen. Du hast es doch bloß aus lauter Eifersucht abgehängt damals. Wahrscheinlich hast du es verbrennt. Verbrenn noch keine Bilder. Nicht einmal die von dem Schmierpinsel. Der hat deiner Frau das Pinsel bloß geschenkt, weil er dich ärgern wollte. Du weißt mal wieder über alles Bescheid, gell?
Ihr habt euch ja auch aufgeführt wie die Gockeln am Misthaufen. Vernünftig war das jedenfalls nicht, aber was ist schon vernünftig bei dir? Das Dümmste ist, dass ich dich als Haushälterin behalten habe. Jetzt langt's aber, gell? Sei froh, dass ich es mit dir überhaupt aushalte. Geh weiter! Was ist denn mit denen? Grüß Gott. Grüß Gott. Die sind doch höchstens ein Jahr alt. Früh ist da noch nicht dran, gell? Das ist richtig. Warum sind sie denn dann da? Haben wir Fehlfarben, die zwei. Ja und? Ja und? Die kommen vom Eselsgestüt. Da wird total ausgesiebt bei den Jungtieren. Wenn sie sich nicht zur Zucht eignen, muss man es doch nicht gleich schlachten. Das ist aber so üblich. Die Züchter wollen die Rasse schützen und somit die Marktpreise. Verstehen Sie? Na, das verstehe ich nicht. Tja, nee. Aber goldig sind schon, gell? Aber ich kann ja nichts machen. Kann ich Ihnen die abkaufen? Mir? Ich bin ja bloß der Fahrer. Da müssen Sie mit der Metzgerei reden. Hättet ihr Platz auf dem Hof für die zwei? Natürlich haben wir Platz. Grüß dich. Grüß dich. Fahren Sie zwei Esel auf den Gnadenhof, Bertram. Hier ist mein Karten. Passt. Servus. Esel in meinem Betrieb, das habe ich gar nicht gern. Gott sei Dank kommt es nicht so oft vor. Das führt dich zu mir. Ich muss mit dir reden. Schön. Geh mir in mein Büro. Hat dein Vater mit dir gesprochen? Nein, wo denkst du hin? Aber ich glaube, wir beide wissen, wovon wir reden. Es stimmt, Maren. Wir sind Halbschwestern. Seit wann weißt du es? Meine Mutter hat es mir kurz vor ihrem Tod gesagt. Dann habe ich eine Schwester. Das gibt's doch nicht. Und mein Vater? Unser Vater hat nichts davon gewusst. Nein. Hast du eigentlich immer auf dem Hof gelebt? Ich war lang im Ausland. Bist du verheiratet? Geschieden, schon lang. Ich auch. Und du hast deinen Ehenamen behalten? Manchmal denke ich, ich habe nur geheiratet, um meinen Geburtsnamen loszuwerden. Warum hast du eigentlich nicht mit Maximilian über mich geredet? Das habe ich doch. Aber er sagt, du bist nicht seine Tochter. Er verleugnet mich. Er hat einen Schock. Es ist nicht leicht, auf einmal eine erwachsene Tochter zu haben. Das muss er erst verdauen. Aber ich kann doch nichts dafür. Aber so denkt er nicht. Er geht nur von sich aus. Wie das andere Leute vorkommt, ist ihm wurscht. Das ist durer Hund. Nur ein Beispiel. Er hat über 20 Jahre keinen Kontakt zu mir gehabt. Ich war gestorben für ihn. Warum denn? Nach dem Tod meiner Mutter hat es Streit gegeben und ich war bestimmt ungerecht zu ihm. Aber er hat es auf die Spitze getrieben. Er hat mich regelrecht vom Hof gejagt. Ironischerweise hat er sich damals eingebildet, ich wäre nicht seine leibliche Tochter. Er war grundlos eifersüchtig auf meine Mutter. Und mein Vater war immer überzeugt davon, dass ich sein Kind bin. In allem hat er eine Ähnlichkeit gesehen. Nie den Hauch eines Zweifels hat er gehabt. Was erwartest du eigentlich von deinem neuen Vater? Dass er die Wahrheit akzeptiert. Sonst gar nichts. Lass ihm ein bisschen Zeit. Für mich ist meine neue Familie auch eine Überraschung gewesen. Aber ich habe mich sofort gefreut, ganz spontan. Ein ganz warmes Gefühl habe ich gehabt, als ich Maximilian das erste Mal gesehen habe. Und dich mag ich auch. Bis unser Vater Gefühl zeigt, dass nicht Zorn ist, das braucht eben Zeit. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Und die Schuldscheine habe ich auch noch. Die sind bei dir in besten Händen. Ich weiß nicht. Wenn er mich nicht akzeptiert, macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass ich mich da engagiere. Dein Wohnprojekt, das ist wirklich interessant. Aber ich will mich nicht aufdrängen. Aber der Hof gehört dir. Beinahe zumindest. Und wenn wir zwei miteinander das Wohnprojekt verwirklichen, dann lernen wir uns richtig kennen. Wird die höchste Zeit nach 50 Jahren, oder? Und was machen wir mit unserem Vater? Der lässt mich doch nicht aufkommen. Das sehen wir dann schon. Willensschwach bist du ja auch gerade nicht. Wahrscheinlich ist es besser, ich verkaufe die Schuldscheine an die Bank. Bitte nicht. Die Bank interessiert sich nicht für ein menschenfreundliches Projekt. Die wollen übernehmen. Und das bedeutet dann das Ende vom Bertramhof. Und das Ende von unserem Vater. Bitte. Hast du nicht gesagt, wir haben zu viele Viecher am Hof? Das war sein Geschwister. Ja, das sieht man. Bei der Maxi und mir sieht man es da auch. Lass mich mit dem Schmarrn in Ruhe. Und du hörst auf, mich anzulügen.
Die Maxi ist meine Halbschwester. Ich hab nur eine Tochter und das bist du. Du drehst das hin, wie du es brauchst. Mir hast du auch jahrelang behandelt, als wäre eine von dir. Dein ich habe keine Tochter, hör nur wie heute. Was du der Mama alles unterstellt hast in deiner Eifersucht. Und selber? Das ist sowas von verlogen, Papa. Ich hab kein Verhältnis gehabt mit der Erna. Hat sie vergewaltigt? Das war eine einmalige Sache. Jedenfalls hat's gelangt. Du gehst mir auf die Nerven. Du wirst dich umschauen, Papa. Mit der Maxi ist nicht zu spaßen. Wenn du nicht zu ihr stehst, dann hast du deinen Hof gesehen. Wartet unten auf dich, ziemlich aufgelöst. Die Frau Kurz? Komm. Frau Kurz? Frau Bertram, meine Simone ist verschwunden. Die Tochter? Seit wann? Seit gestern. Oh. Haben Sie die Polizei verständigt? Freilich. Aber ich kann jetzt nicht daheim sitzen und warten. Weiß die Simone, dass ihr Hund hier ist? Ich hab sie ja extra verheimlicht. Aber vielleicht hat sie es doch rausgefunden. Jetzt trinken Sie erst mal eine Tasse Tee. Wir suchen den Hof ab. Ja? Setzen Sie sich bitte. Simone? Ja, komm, ich bin da. Simone? Simone? Schall weich und Schall treu. Suchen helfen? Du kannst mich mal gern haben. Das Bild hat es hoffentlich in der Luft zerrissen. Es geht um das Mädchen mit dem kranken Hund. Seid ihr bei uns auf dem Hof, Sir? Mutter hat's gehofft, die ist total am Ende. Dann sperr deine Augen auf. Dann hättest du endlich mal eine sinnvolle Aufgabe. Was willst du mir damit sagen? Gar nichts. Es stört dich, dass ich nach dem Bild vom Weinstadt suche, das ist mir schon klar. Aber warum? Hm? Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, schön recht. Es ist schon nichts passiert. Vielleicht ist sie schon daheim. Soll ich sie nicht lieber fahren? Es geht schon, danke. Rufen Sie mich an. Ja, wiedersehen. Sag mal, hast du einen Schlüssel für den Koffer? Den habe ich auf dem Dachboden entdeckt. Max? Opa? Zum Suchen. Eine Lupe. Gib da gleich Lupen. Ausspionieren willst du mich? Stöberst du in meine Sachen rum? Wollt mir das Foto genauer anschauen? Ich hab dieses Gemälde drauf entdeckt. Das geht sich nichts an. Schleich die. Was ist denn bei euch los? Dein sauberer Sohn schnüffelt in meine Sachen. Glaub doch, was du willst. Jetzt kannst du dich aufregen. Jetzt hab ich dich bestohlen.
Der beruhigt sich schon wieder. Allein, dass er mich verdächtigt. Das ist sein Charakter. Er geht immer vom Schlimmsten aus. Besonders bei Menschen, die ihm nahestehen. Der spinnt doch. Red nicht so, Michi. Dein Opa hat gerade ganz schön was zum Beißen. Ja, was denn? Er hat gerade erfahren, dass er eine zweite Tochter hat. Was? In seinem Alter mit wem? Die Tochter ist fast 50. Meine kleine Schwester. Ich fühle mich inzwischen wie 100. Was sagt der Opa dazu? Nix. Der verdrängt's, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Der kann doch nicht alles totschweigen. Doch. Warum kommst du nicht mit nach München? Davonlaufen nützt nix. Mir nicht und dir übrigens auch nicht. Vielleicht bringt's ihn zur Vernunft. Wäre schön, wenn du da bleibst. Ich muss sowieso wieder zurück nach München. Schlaf drüber. Geh nicht im Streit. Ich will noch unbedingt das Foto bearbeiten. Und gucken, ob ich auf der richtigen Spur bin. Auf dem Friedhof. Am Grab von der Erna Auer? Na, von seiner Frau. Wer sind denn Sie? Ich bin die Tochter von der Erna Auer. Sie sind es. Die Tochter vom Wurschkönig. Hat der Herr Bertram von mir erzählt? Nein. Nein, nicht, dass ich wüsste. Sein voller Ehren. Das macht mir nichts. Ich war oft auf Friedhöfen in letzter Zeit. Beileid, noch einmal. Hast du das Grab von meiner Mutter besucht? Noch nicht. Wirst du hingehen? Ja, Mann. Das könntest du vielleicht schon machen. Sie hat dich immer geliebt und du hast ein Kind mit ihr. Es steht vor dir. Ich bin deine Tochter. Sie sind eine fremde Frau für mich. Verstehen Sie das nicht? Und warum ändern wir das nicht? Warum? Was soll es geben? Du bist mein Vater. Na. Soll ich einen Gentest machen lassen? Ich bin trotzdem nicht Ihr Vater. Sie sind erwachsen und ich bin zu alt. So ein Patchwork-Kampf. Aber helfen soll ich, ja? Als Investorin, da bin ich gerade recht, ja? Das müssen Sie mit der Marin ausmachen. Machen Sie doch, was Sie wollen. Also, er kommt durch. Ich habe den Bluttest noch mal unter die Lupe genommen. Und so wie es ausschaut, hat der Olli eine Infektionskrankheit, die normalerweise nur bei Wildtieren vorkommt. Gibt's da Gegenmittel? Ich hab das Serum schon da. Wenn wir Glück haben, dann geht's ihm bald besser. Es wird die kleine Simone freuen. Die Simone, war die da? Ja. Was? Und das sagst du erst jetzt? Ja, wieso? Ja, die ist von daheim weggelaufen. Die Mutter geht auf dem Zahnfleisch. Weißt du was? Ich glaube, die ist da auf dem Hof. Wir haben alles abgesucht. Ich ruf die Mutter an. Na, wart, das würde ich fein noch nicht. Ja, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gefunden habt, dann macht sich die Mama doch noch mehr Sorgen. Ja, du hast auch recht. Wie war's denn beieinander, die Simone? Alles in Ordnung? Ja, soweit schon. Aber sie glaubt halt, dass der Olli sterben muss. Und ehrlich gesagt, ich wollte es nicht anlügen und ihr falsche Hoffnungen machen. Kinder können oft mit der Wahrheit besser umgehen als so manche Erwachsene.
Schau mich nicht so an. Aber ich hab dir das nicht sagen können. Du wirst mir noch davon gelaufen. Und ohne dich sein. Das hätte ich nie wollen. Glaubst du mir das? Ja? Gut. Hier ist doch ein Stall. Wo willst du denn hin? Bist du die Simone? Na, da bin ich aber froh, dass ich die gefunden habe. Gehst du mit rüber ins Haus? Ich bleib beim Olli. Oh, bei uns bleiben die Viecher im Stall. Dann bleib ich auch. Na, dann schlaf gut. Ich esse jetzt noch ein Stück von der Teres hier am Hackbraten, bevor ich ins Bett gehe. Hackbraten? Magst du den? Dann komm. Na, Simone, der Schinken kommt mir nimmer ins Haus. Gibt's noch einen Hackbraten? Bist narrisch. Ein Hackbraten um die Uhrzeit. Sag mal, bist du die Simone? Hast du einen Hunger? Dann komm mal mit. So, da raus. Schauen wir mal. Gott sei Dank. Frau Kurz, Bertram, vom Gnadenhof. Schmeckt dir der Hackbraten? Hast ihn vorher schon probiert, gell? Und ich hab schon Angst gehabt, wir haben Mäuse. Entschuldigung. Deine Mama ist froh, dass du gesund und munter bist. Sie kommt gleich und holt dich ab. Ich muss aber beim Olli bleiben. Er soll nicht allein sterben. Der Olli wird wieder ganz gesund. Die Tierärztin hat gefunden, was ihm fehlt. Wirklich? Ja, klar. Auf geht's, Olli. Du gehst an den Stall. Na komm. Na, Olli. Auf geht's. Magst nicht? Ja, dann bleibst halt da, okay? Ja. Ganz ruhig. Ich habe einen Auftrag. Da, schau.
Das ist mir wurscht. Die Esel bleiben da. Polizei schnell geholt. Da kannst du nichts machen, Papa. Die Esel gehören der Maxi. Das macht die mit Absicht. Ja, was denn sonst? Fand schon ab. Tut mir leid, gell? Geschäft ist Geschäft. Schlechti. Die hat einen Teufel im Leib. Der Einzige, der sie aufhalten kann, bist du. Ich weiß nicht, wie. Lenk ein, geh zu ihr, red mit ihr. Ja, aber was? Du weißt doch, was ich hören will. Ist das so schlimm? Ich lass mich nicht erpressen. Die Esel sind erst der Anfang. Es geht um unseren Hof. Wenn sie die Schuldscheine an die Bank verkauft, dann schauen wir sauber aus. Ah. Grüß dich. Hallo. Komm doch bitte rein. Sag bloß, du bist wegen der Esel extra bis hierher gekommen. Ach, so kann man es auch sehen. Wegen dir und deinem Vater bin ich da. Es tut mir leid. Was genau? Bitte setz dich. Dass es anscheinend keine Annäherung gibt. Also von meiner Seite aus ist alles gesagt. Maxi, ich bitte dich noch einmal. Wenn du die Schuldscheine an die Bank verkaufst, ist der Hof weg. Ich will sie aber nicht behalten. Mich verletzt das alles viel zu sehr. Verstehst du das nicht? Ich verstehe schon. Aber Familie wird mir nicht los. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Sag das mal deinem Vater. Maxi, bitte. Sei doch nicht genauso stur wie er. Lebst du allein hier? Ich komme zurecht. Ist schon klar. Hast es ja schön. Mom. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Schau mal, ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Super. Was ist denn los? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Was ist passiert? Wir verlieren den Hof. Aber dein Wohnprojekt, das ist doch super. Das mit lauter überempfindlichen Betonschädeln zu tun. Zuerst mein Vater und jetzt noch meine Schwester, meine frischgebackene. Wieso? Was macht sie denn? Ach, sie benimmt sich genauso wie der Vater. Sie schaltet auf stur und erwartet, dass jeder versteht, wie schlimm sie durch das Leben bestraft hat. Was sagt der Opa? Tja, nix, was sonst? Warum kommst du nicht eine Weile nach München? Ein bisschen Abstand tut dir bestimmt ganz gut. Nein, ich gebe nicht auf. Ich bin auf dem Hof daheim. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir weg müssen, der Papa und ich und die Teres, dann dreht's mir morgen um. Wenn der Opa das Bild noch hat, dann seid ihr aus dem Schneider. Das ist dir schon klar, oder? Ist es was wert? Ein außergewöhnliches Frühwerk von Weinstadt. Es gibt richtig Geld.
Frau Bertram. Ich bin ja so froh, dass alles gut ausgegangen ist. Sogar der Hund springt wieder. Ja, das hat er der Eva zu verdanken. Sie hat erkannt, welche Krankheit er hat. Passt schon. Nein, nein. Sie haben Ihren guten Ruf zurecht, Frau Klausner. Dankeschön. Soll ich euch mein Versteck zeigen? Du bist auch noch stolz drauf. Ich hab sogar ein Bild aufgehängt, dass man's wohnlich hat. Das sag ich immer, dass man's wohnlich haben soll. Kommt mal mit! Komm! Schaut, da habe ich mich versteckt. Das gibt's doch nicht. Da hat's gestanden. Simone, was war denn das für ein Bild? Da war ein Hund drauf. Der hat ausgeschaut wie der Olli. Und du hast das Bild hier auf dem Hof gesehen? Ja. Der Herr Bertram wollte auch, dass ich es hier lasse. Der Schinken kommt ihm nimmer ins Haus, hat er gesagt. Papa! Du, der ist oben auf der Sonnleite. Langsam platzt mir der Kragen, Papa. Schnauf erst einmal durch. Was soll ich denn schon wieder verbrochen? Wo hast denn das Hundebüttel versteckt? Kriegt dich der Mike? Nein, aber ich weiß, dass du es hast. Na und? Das Bild ist unheimlich wichtig für Michaels Arbeit. Und trotzdem gibt's es ihm nicht. Mir gefällt einfach nicht, wie der in meiner Vergangenheit herumschnüffelt. Weißt du, dass das Bild ein Haufen Geld wert ist? Dass du so hinterm Geld her bist, Marin. Willst du wirklich alles aufgeben, nur wegen deinem damischen Eigensinn? Was ist denn so schlimm an dem damischen Bild? Der Weinstadt hat's der Mama geschenkt, um mich eifersüchtig zu machen. Na und? Das ist 50 Jahre her. Der Maler ist tot und die Mama auch. Was willst du denn noch? Mal Ruhe. Jetzt hat er noch eine Tochter. Habe mir's doch gedacht, wie die da war, die Maxi, und nach ihm gefragt hat. Das war schon komisch alles. Ich brauch deinen Rat, Therese. Wie schaffe ich's, dass die beiden Vernunft annehmen? Wenn man den Druck erhält, geht die Sache viel schneller. Papa, Therese, ich muss euch was sagen. Ich mach's kurz. Der Bertramhof ist am Ende. Wir müssen aufgeben. Das ist ja ganz was Neues, dass du aufgibst. Der Kampf ist verloren, Papa. Wir sind bankrott. Der Hof gehört in 3 Monaten der Maxi Müller. Und die will ihn abreißen lassen. Was das für die Tiere bedeutet, ist ja eh klar. Und was wird aus uns? Für euch wird sich schon ein Platz finden, irgendwo in einem Heim. Aber für die Viecher wird es nicht so gnädig ausgehen. Die müssen zum Metzger. Bist du jetzt völlig narrisch geworden? Der da? Ist der überhaupt was wert? Ja, schon. Und dann wär's nur der Kasten da. Das andere Zeug. In 3 Monaten holst du das alles ab? Zünd's doch gleich an. Da geht's gut, nicht, gell? Ja. War schon. Fertig. Schön ist das nicht. Aber uns bleibt nichts anderes auf unsere alten Tag.
Aber das schieße ich nicht. Ganz schön schwer. Ein bisschen schaut das aus wie die Arche Noah. Ja, hast gar nicht so unrecht. Vorsicht, die Dame, der kommt. Ja, Herrschaftszeiten! Was ist denn da los? Da muss Marin fragen. Die hat anscheinend ein gutes Angebot von einer Metzgerei. Was? Marin! Schrei nicht so laut! Du machst dir die Viecher ganz verrückt. Das meinst du jetzt aber nicht im Ernst? Natürlich, das stört. Für ich wär genug für die Armen. Der letzte Gang. Das machst du nicht. Jetzt zu den 3 Monaten. Wo ist denn da der Unterschied? Hoppala. Mir fällt schon was ein. Ja, was denn? Willst du im Lotto gewinnen und deine Schuldscheine zurückkaufen? Da musst du aber schnell sein, weil die Maxi hat nämlich eine Wut. Die will dich einstampfen und es wird dir nicht einmal schwerfallen. Ah, vielleicht rede ich einmal mit ihr. Dummerweise habe ich schon den Vertrag mit der Metzgerei unterschrieben. Komm mal, du, geh mal. Komm, guck mal. Was hast du da? Geh mal. Der Esel ist vernünftiger wie du. Ihr redet mit ihr. Aber tu mir das nicht an. Hoffentlich war das nicht zu viel für ihn. Das wird schon. Vater, für den sind die Tiere beim Schlachter. Ist schon klar. Die haben hier Asyl. Gell? Hauptsache, es klappt und ihr könnt seinen Hof behalten. Das ist das Wichtigste. Genau. Komm. Komm kurz rein, ich brauche noch einen Moment. Sag mal, Sabine, gehen wir nachher noch einen Kaffee trinken oder hast du schon was vor? Du? Grüß Gott. Willst du mir was sagen? Was willst du denn hören? Das weißt du. Ich hab dir einen Vorschlag zu machen. Ach so, schick dich mal an. Ich lass mich von niemandem schicken. Und um was geht es? Um meinen Hof. Du kannst ihn haben. Sofort. Ich überschreibe ihn dir. Was? Eine einzige Bedingung ist, dass du dafür sorgst, dass meine Tiere einen neuen Platz finden. Natürlich nicht in deinem Schlachthaus. Du hörst schon, was ich meine. Du gibst also lieber dein ganzes Leben auf, bevor du dir eingestehst, dass du mein Vater bist. Ich lösch mir von dir nicht erpressen. Und was ich mir eingestehe, das steht auf einem anderen Blatt. Jetzt hol es zum Schreiben. Dann haben wir das hinter uns. Das werde ich nicht tun. Leb wohl.
Hallo. Hallo? Hallo? Das schaut nicht sehr schön aus. Habe ich recht? Wo sind denn die ganzen Tiere? Dreimal darfst du raten. Das wollte ich nicht. Tja, das hättest du früher überlegen müssen. Der Maximilian war heute bei mir. Was? Ja, er wollte mir den Hof überschreiben, damit ich seine Tiere schütze. Er gibt alles auf. Man kann ihn halt nicht erpressen. Das wollte ich auch nie. Ich wollte ihn halt provozieren. Ich wollte, dass er mich endlich sieht. Verstehst du das nicht? War vielleicht nicht ganz die richtige Methode. Ich bin hier, um unserem Vater die Schuldscheine zurückzugeben. Das war nämlich der eigentliche Wunsch von der Mama. Sie hat ihn wohl nie vergessen. Meine Mama war immer verträumt und leise. Sie hat ihr eigenes Leben gehabt. Die Mutter verlieren ist schlimm. Maren, es tut mir leid, dass ich so viel Unfrieden in eure Familie gebracht habe. Irgendwie ist mir der Gaul durchgegangen. Was hast du denn da drin? Ich weiß nicht, ob der Maximilian mir das je verzeihen kann, dass ich praktisch alle Viecher vom Hof hier auf dem Gewissen habe. Hast du nicht. Was? Die sind gesund und munter. Weiß der Papa die Sache mit den Schuldscheinen schon? Nein, der ist einfach gegangen. Ja, danke. Wiederschauen. Wenigstens ist er in keinem Krankenhaus. So viel ist sicher. Wir können nur abwarten. Eine Idee habe ich noch. Hi, Ma. Michael. Weißt du, wo der Opa ist? Oh, den suche ich auf. Wir waren verabredet, aber er ist nirgends zu finden. Ah, der ist er ja. Kurz. Wunder. Gott sei Dank. Fertig. Er ist da. Oh. Opa. Es ist aber Zeit geworden. Ich hab schon denkt, die Worte auf der falschen Stelle. Da hast du auch. Das ist ein Schmarrn. Auf der Brücke haben wir abgemacht. Ja. Und der Hundskreppel hat das Bellen nicht aufgehört. Der Weinstadt ist daneben gestanden und hat gelacht. Der hat deinen Seitensprung gemalt, Opa. Das ist richtig cool. Also cool habe ich das nicht gefunden. Ihr habt denkt, mich trifft der Schlag, wie ich das Bild gesehen hab. Wollt er dich erpressen? Na, ich hab ihm gesagt, er muss tun, was er für richtig hält. Das hat der Oma gesagt. Also so einfach war das nicht. Das war ein Sadist. Er wollte dir praktisch scheibchenweise zeigen, was passiert ist. Und zuschauen, wie mir graue Haare wachsen dabei. Also hat er ihr das Hundebild geschenkt. Frag mich, warum. Aber meine Frau war begeistert und hat ins Stuben gehängt. Geschmeichelt war's. Warum hat er da nicht weitergemacht? Er hat ja immer kein Geld gehabt. Und das Bild mit der Nackerten hat er verkaufen können. Das war ihm dann anscheinend wichtiger. Und dann ist er ja nach Amerika gegangen. Und ein berühmter Maler geworden. Dann sind seine Bilder sicher ein bisschen was wert inzwischen. Oder? Meinst du? Die Marion hat gesagt, dass... Dafür wirst du kein bisschen Geld kriegen. Nicht? Ja. Dann kannst du es wenigstens für deine Doktorarbeit benutzen. Sondern eine ganze Menge Geld. Damit kannst du deinen Hof locker zurückkaufen. Was? Also... dass ich dem Feinstadt mal was zu verdanken habe, das hätte ich nicht denken.
Sag mal, Ma hat mir erzählt, dass du noch eine Tochter hast. Die kann nichts für sich behalten. Dein Ma. Warum sollte sie? Ist doch eine Tatsache, oder? Ja, aber normalerweise kriegt man 9 Monate Gewöhnungszeit als Mann. Und ich soll es in 3 Tagen fressen, dass ich nur eine erwachsene Tochter hab. Komm, geh mal was essen. So, jetzt geht's weiter. Hallo. Also dann. Ich habe 2 Karten. Ich würde mich freuen, wenn du mitkommst am Samstag. Mach ich gerne. Ich freue mich. Ciao. Ciao. Michael, guten Morgen. Hi. Na, die Ohren sind offen. Maxi, ich möchte dir was vorschlagen. Die Papiere liegen in der Stube. Es tut mir leid. Die Maxi hatte die Schuldscheine überschrieben. Jetzt ist der Hof wieder ganz bei dir. Das? Hat die das wirklich? Ja, und sie will keinen einzigen Cent dafür. Damit kriege ich doch jetzt ein Geld. Bald. Der Opa hat mir das Bild an die Uni gebracht. Die Kollegen machen jetzt eine Expertise. Und du hättest fast alle unsere Tiere auf dem Gewissen gehabt, weil du nichts abwarten kannst. Papa, das war ganz anders. Red nicht. Du brauchst dich gar nicht mehr einmischen. Da auf dem Hof. Dann ist wohl besser, wenn ich gehe. Hier ist doch kein Platz für mich. Marin! Wir vergessen ein paar Tauben in der Kirche. Jeder Gegenstand hat seine eigene Geschichte. Wir kennen's nur nicht. Aha. Ah, danke schön. Schön, dass du gekommen bist. Du brauchst dich nicht bedanken für deinen Hof. Das war der letzte Wille von der Mama. Ist schon recht, Maxi. Ich kann das auch bald finanziell ausgleichen. Das musst du nicht. Ich möchte dir was zurückgeben. Bei dir ist es besser aufgehoben. Ich hab das einfach nicht zusammengebracht, mich über dich zu freuen. Ich bin halt wieder. Gerade das gefällt mir. Das hast von mir. Bist halt doch meine Tochter. Dein ist nass. Ist mir wurscht. Magst du einen Apfel? Die Teres hat mir erzählt, wie das war mit den Viechern. Und ich entschuldige mich auch, dass ich dich angelogen habe. Ich hab das mit der Maxi ja selber nicht wahrhaben wollen. Kannst du mir das vergeben? Irgendwann? Passt schon, Papa. Geh nimmer weg.
froh, dass du da bist. Hast du Obst für mich? Birnen hätte ich da. Passt. Wo ist denn der Chef? Marren. Na, der Chef? Im Stall. Aha. Du. Grüß dich. Na, einschreiben hätte ich für dich. Gib's der Marren. Na, für dich. Da unterschreiben. Ach, Mann. Er wusste nicht wissen, was drin steht. Geh, schleich dich! So, jetzt hält man hier noch ein schönes Futter. Servus, Sepp. Servus. Hast du was für mich? Heute nicht. Für den Vater war reinschreiben da. Ist noch was? Ich warte auf die Therese. Fürs Obst. Genau. Magst du Himbeer auch? Freilich. So. Ja. Johann, hier ist die Marin. Ich warte immer noch auf die Unterlagen. Was ist denn los? Ruf endlich zurück, wenn du das abhörst. Vierte. Teres, ich muss nachher ins Dorf und da brauchst du irgendwas. Na, da schau her, wir haben doch alles im Garten. Frau Brugger? Nein. Marin Bertram? Wohnen Sie hier? Nein. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Schulz, Gerichtsvollzieher. Und das ist mein Kollege Herr Brettschneider. Grüß Gott. Grüß Gott. Und wo ist der Herr Brugger? Generell abwesend. Wir haben hier den richterlichen Beschluss zur Durchführung einer Hausdurchsuchung des Schuldners. Und Sie glauben, das Bild von Herrn Brugger ist was wert? Der Rahmen schon. Was passiert eigentlich mit Schuldscheinen bei einer Pfändung? Hat er welche? Haben Sie keine gefunden? Ja, wissen Sie genaueres? Ich? Nein. Wir? Nein. Ihr habt sie nicht gekauft? Hat der Brugger euch die Schuldscheine gar nicht angeboten? Doch, aber wir hatten kein Interesse. Die Bank hat kein Interesse am Bertramhof? Ihr habt euch doch schwarz geärgert damals, dass mein Vater lieber Geld von Brugger genommen hat als von euch. Aber der Brugger wollte allen Ernstes Bargeld für die Schuldscheine. Stellt ihr das einmal vor? Tja, echtes Geld ist zwischen den imaginären Milliarden gar nicht so leicht aufzutreiben in einer Bank, oder? Du hast leicht lachen, Marin, weißt? Du hast dir deine Karriere als Bankerin rechtzeitig an Nagel gehängt. Mein Hirn aber nicht, Karl-Heinz. Und ich sag mir, dass da was nicht stimmt, wenn sich die Bank die Schuldscheine vom Bertramhof entgehen lässt. Marin, ich wollte sie natürlich kaufen, schon um den Hof von deinem Vater zu schützen. Weißt ja, oder? Aber ich hätte die Summe mit den Schulden verrechnen müssen, die der Brugger bei uns hat. Weisung von oben. Bist du nicht der Filialleiter? Noch, ja. Wann hast du den Johann das letzte Mal gesehen? Ach, das ist ja ewig her.
Wir haben nur hin und wieder telefoniert. Wahrscheinlich ist er längst über alle Berge. So wie ich den kenne, hat er die Schuldscheine von deinem Vater bestimmt irgendwo verhökert. Ich darf gar nicht dran denken. Wenn es dumm läuft, sind wir den Hof ganz schnell los. Ja, was wird jetzt aus deinem Seniorenwohnprojekt? Ich frage mich was Leichteres. Ich muss rausfinden, wer die Schuldscheine hat. Bitte, Karl-Heinz. Servus, Marie. Jetzt schaut's nicht so. Ich wollte euch bloß informieren. Vielleicht meldet sich der Johann auch. Und dann war die ganze Aufregung umsonst. Papa, das Einschreiben von heute. Am Johann war es nicht. Sondern? Er möchte nachschauen. Hast du es gar nicht gelesen? Na. Hast du irgendwas mit dem Johann gemauschelt, was ich nicht weiß? Nix, Sabi. Der Johann ist ein Lump. Das habe ich dir schon immer gesagt. Hoffentlich hast du Unrecht. Jetzt bitte schön, hol endlich den Brief. Jetzt wird gegessen. In 10 Minuten steht da auch nichts anderes drin. Dann sag mir, wo er ist, dann hol ich ihn. Meine Arbeitshosen ist er. Die hängt im Stall. Na, die ist in der Wäsche. Seit wann läuft es denn schon? Gerade vom Essen habe ich es angemacht. Warum hast du die Taschen nicht vorher ausgeleert? Jetzt bin ich wieder schuld. Dein Waschzwang, genauer gesagt. Die Hosen hätte ich noch eine ganze Woche lang tragen können. Da ist er, da ist er. Oh, nicht aufmachen. Ich hole einen Föhn. Geh weiter, geh mal. Maren, ich bin's. Christian! Dafür bin ich zu alt, ich weiß. Die Haustür ist übrigens offen. Darf ich reinkommen? Schick dich dein Bruder. Ja, aber der Johann ist völlig unschuldig. Und warum kommt er da nicht selber? Er hat Angst vor deinem Vater. Und du anscheinend auch. Ich glaube, ihr spinnt ein bisschen, ihr zwei. Wir haben Probleme, Maren. Ehrlich. Seit 3 Wochen versuche ich, den Johann zu erreichen. Ich muss den Antrag für das Wohnprojekt einreichen. Und was ich nicht habe, sind die Baupläne, die er mir versprochen hat. Die sind in den besten Händen. Er hat einen Investoren gefunden. Was sagst du jetzt? Für unser Wohnprojekt. Für dein Wohnprojekt. Es ist ja deins. Deine Idee, deine Träume, dein Idealismus. Er hat halt einfach die Schuldscheine verkauft. Was aus unserem Hof wird, ist ihm doch wurscht. Von wegen Investorin. So kannst du das nicht sehen. Er hat den Hof vor der Bank gerettet. Ist das nix? Die Käuferin ist super. Und die interessiert sich für das Wohnprojekt auf dem Hof? Bestimmt. Sie weiß also gar nichts davon. Und ich hab gedacht, der Johann wäre auf meiner Seite. Ja, ist er doch. Sonst hätte er die Schuldscheine an irgendeinen Hai verkaufen können. Und wo ist er jetzt, sein feiner Bruder? Er braucht ein bisschen Abstand vom Tagesgeschäft. Im sicheren Ausland. Vorerst ja. Und was ist das für eine Käuferin? Eine ganz patente Unternehmerin. Sie wird dir gefallen. Ist sie aus der Gegend? Wie heißt denn? Müller. Müller. Jetzt vielleicht ein bisschen genauer. Ich habe jetzt ihre Karte nicht da, aber sie meldet sich bei euch. Marin! Was ist denn jetzt? Ich komm schon. Ein Anruf hätte übrigens auch gereicht. Ich wollte dich halt wiedersehen. Und jetzt, wo der Johann...